Warum kriegen wir so viele Bomben? Und warum ist die Musik so gerade so dramatisch? Alter. Alter, die schwere Pistolenmunition ist ja voll geil. Boah, wir kriegen... Alter, was wir hier alles kriegen. Ach du Scha... Ach du heiliger Strohsack. Oh nein. Oh, jetzt sag mir nicht, wir müssen gleich gegen Ethan kämpfen. Oh nein. Das wäre voll der Plot-Twist. Ohne Spaß. Weil sie schon sagte, er wartet. Oh nein, bitte nicht. Hätten wir denn dann... Mich würde mal interessieren, wenn wir... anstatt mir ausgewählt haben, ne? Hätten wir dann Zoe gespielt? Oh. Okay. Hätten wir dann Zoe gespielt anstatt mir in der Szene hier? Ach, Fetti! 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 Okay, vielleicht sollte ich nur eine legen, wäre glaube ich besser. Fetti! Fetti! Komm her, Fetti! Du stinkst, du bist so hässlich! Boah, Alter! Okay. Okay. Ich weiß schon, warum ich gespeichert habe. Oh, warte mal. Na, ich will das mitnehmen. Hallo. Wo kriegen wir denn so viele? Stirb! 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 Wir atmen gerade sehr... Unsere Protagonistin atmet gerade schwer, ich weiß nicht warum. Oh, eine antike Münze. Uhu, super. Die kann ich ja jetzt noch gut gebrauchen. Wo ich jetzt so weit weg bin vom Wohnwagen. Komme ich eh nicht mehr hin zurück, ne? Ciao. Mal eben hier kurz gucken. Stimmt, hier hatten wir die Sachen gekriegt, ne? Das Ätzmittel, ne? Oh nein. Oh nein, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Oh oh. Hallo. Evi. Oh nein. Dass du etwas für mich machst. Was denn? Ethan! Oh oh. Ethan! Oh nein. Ethan! Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nicht getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht mal Brit. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie
In einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan? Ja? Befreie meine Familie. Bitte. Okay, Jack. Okay. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Es gibt zwei Fragen, die ich jetzt gerade habe. Die erste Frage ist, wo waren wir denn da gerade gewesen? War das eine Szene, wo wir als Ethan da eingesperrt waren? Es war eine Gedankenszene einfach? So eine Geisterszene? Weil der Bake hat ja im ganz normalen, im vernünftig mit uns geredet. War das in so einer, quasi in der Totenwelt, wo er mit uns geredet hat? Also wir waren quasi schon weg davon. Und was die zweite Frage ist, was meint denn bitte Mia jetzt mit finde sie und töte sie? Weil der Baker hat sie ja gefunden gehabt, so. Aber sie war doch gerade hier, warum hat sie sie nicht hier erledigt? Also Mia. Oder müssen wir jetzt ihre Leiche finden? Und sie dann ein für alle Mal erledigen. Das riecht echt nach Finale schon. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Toll, wir haben nichts mehr vom Anfang des Spiels. Wir haben nichts mehr als Ethan. Ne? Wir haben gar nichts mehr. Es ist alles deine Schuld. Was? Willst du mich verarschen? Wieso meine? Du hast die Leute da umgebracht. Kleines Biest. Boah, das erinnert voll grad an Silent Hill. Volles Rohr. Wir kommen nach draußen? What the fuck? Was ist denn? Ach, er hat ja, der Vater hat ja gesagt, er hat sie gefunden in den Sümpfen, ne? Ach, krass. Oh Gott, müssen wir jetzt echt wieder... hallo? Ich würde gern speichern. Müssen wir jetzt echt wieder anfangen, alles zu sammeln?
Okay, die Schiffspassage haben wir so gut es geht überlebt. Oh Gott. Da ein Heli. Ich bin hier. Ja. Hallo. Alter. Wo kommen wir denn jetzt hin, bitte? Das kann doch nie im Leben noch Dings sein. Das kann doch nie im Leben ist das noch die Baker's Farm. Nie im Leben. Also wer Hunger auf Fisch hat, der kommt ja auf seine Kosten, würde ich sagen. Alter, was ist das denn? Ich guck mich nur mal um, ne? Hier fließt der Fisch direkt im Augen. Ich fühle mich so alleine. Ich will nur gucken, ob ich hier irgendwie was finde. Oh, warte mal. Warte mal. Kann ich... Kann ich hier nicht rauf... Ach, ich muss hier drunter, ja? Warte mal eben. Wenn wir was gucken. Warte. Ich bin so alleine. Entschuldigung. Entschuldigung. Spaß muss auch mal sein, ne? So. Ich habe überhaupt komplett Raum und Zeit vergessen, wie spät wir es haben. Ich weiß gar nicht. Da blubbert schon. Geh weg. Lass mich. Oh, bitte kann ich irgendwo speichern? Ah, guck mal hier, warte mal. Ich habe kein Messer. Wie soll ich den erledigen da? Was ist denn? Was? In Brombies? Was steht da? Abercrombies Salzbergwerk South Dulwey. 18. Februar 1892, Entschuldigung. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Thurn und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892, die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Mine. Oh Gott, ich hasse Minen. Seit Until Dawn weiß ich, dass Minen nichts Gutes ist. Ach, guck mal an. Da ist er. Die beobachten uns von diesem Hubschrauber aus. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht. Habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Dann können wir ja eigentlich hier warten, weil wir wollen sie auch töten, oder? Dann brauchen wir das ja nicht machen. Spiel vorbei, juhu. Oh, Gott sei Dank. Safe Room. Und wir können Münzen einsetzen. Kriegen wir unsere Sachen jetzt wieder. Sie haben Mias Objekt erhalten. Oh, cool. Yay, geil. Wir haben unsere Sachen wieder, juhu. So. Ach, bin ich froh darüber. So, warte mal, ich nehme mal die antiken Münzen mit. Dann mal eben. So, hier. Zack. Was, 6 Stück noch? Alter, ich hab doch da schon eingeworfen gehabt.
Wir werden niemals diese Marken bekommen. Guck mal, Ship, Swap, Lab. Ach, hör auf, Sumpf. Da unten ist die Mine. Wir kommen jetzt wahrscheinlich ins Laboratorium als nächstes. Ein unterirdisches Labor. Eieieiei. Das klingt vielversprechend. So, was nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen die Flinte mit, natürlich. Wir nehmen die G17 mit, würde ich sagen. Ja. Das Messer lasse ich mal drin, obwohl, wenn wir Kisten finden... Ach komm. Pistolenmunition immer mit. Flintenmunition immer mit. Was haben wir noch? 30. Ja, 30. Pistolenmunition. Da haben wir noch mehr. Maschinengewehrmunition. Maschinengewehr nehme ich auch mit, natürlich. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Überlebensmesser. Genau, wir nehmen mal das Überlebensmesser mit. Anstatt das andere. Maschinengewehr nehmen wir mit. Stark Arznei nehmen wir eine mit. Und Maschinengewehrmunition. Jetzt muss ich mal eben kurz sortieren. Warte mal. Das kommt dahin. Das normale Messer kommt wieder rein. Warte, das hier. Genau. Dafür muss ich das mal eben bewegen. So. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Genau, das können wir. Können wir das ablegen jetzt? Geht das jetzt? Nein, geht aber noch nicht. Wir müssen dieses. Die Gewebeprobe immer noch mitnehmen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So, was haben wir noch hier? Mal eben durchblättern. Lalalalalala. Kraut haben wir da noch. Fernzünderbomben sind für die Dicken ganz gut, ne? Die Frage ist, ob wir auf welche noch treffen. Brennerkraftstoff haben wir noch. Pistolenmunition haben wir sogar insgesamt 58 sogar noch. Die MP-Pistole ist von Mia gewesen, ne? Eine kleine Pistole mit gewöhnlicher Feuerkraft, die sie im Schiffswrack gefunden haben. Okay. Standardmodell, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal, wenn wir... Haben wir denn noch Schießpulver? Schlangenschlüssel, Spaltmittel, Schatzfoto, Krähenschlüssel. Schießpulver haben wir sogar noch. Dass wir mal, dass wir mal ein bisschen schwere Munition machen. Ich nehme mal Schießpulver mit, komplett alles. Dass wenn wir auf dem Weg Chemikalien finden oder so schwere, dass wir, dass zumindest der Flex, der als nächstes Spiel in den nächsten Folgen... Oh, guck mal hier. In den nächsten Folgen auf YouTube, dass der sich mit dem Schießpulver schwere Munition macht. Und jetzt werde ich nochmal eben speichern. So. Und dann würde ich sagen, war es das für heute erstmal gewesen. Und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in einer weiteren Folge auf YouTube und auf Twitch auch. Ja, wir sehen uns ja gleich. Ich würde sagen, dann bis demnächst. Ich wünsche dem Flex ja in der nächsten Folge viel Spaß. Ich bin raus. Tschüss.